hatten damals als erstes Räume in der Breitenstraße, in der ehemaligen Villa dieses Zigarettenkönigs, ich komme jetzt nicht auf den Namen, die dann waren Juden, die dann in die Immigration gezwungen wurden. Und dann war es NSDAP-Kreisdienststelle, dann war es SED-Kreisleitung und dann war es nach der Wende auf einmal Bezirksvorstand Berlin der PDS. Und dort kriegten wir ein, zwei Räume kostenlos, weil wir hatten ja wirklich nichts. Da brauchte man Vereinsvorsitzenden. Das wurde der Jan Koblowitz, den ich im Fahrstuhl zum Vereinsvorsitzenden Haus am Kölnischen Park gekürt hatte. In der ersten Etage stand da, stieg er ein. Ich kannte ihn aus der Presse und aus dem Fernsehen und habe gefragt, Herr Koblowitz, würden Sie dem linken Kulturverein Vorstandsvorsitzenden? Und als wir in der fünften Etage waren, hat er Ja gesagt. Naja, es war insofern wichtig, dass er austrat und ich als Stellvertreter auf einmal kommissarisch die Panke an der Backe hatte. Also für mich war das schon wichtig. Und das hatte ich in meiner Lebensplanung gar nicht vor. Ich hatte mir 89 gesagt, du wirst nie wieder Leiter. Dachte ich, hätte Panke? Naja, Panke ist Ortsteil Pankow, ist richtig. Warum hell, weiß ich nicht. Zukunftsweisend. Aber gesessen haben wir ganz im Dunkeln. Nämlich in den Kellerräumen dieses schönen, stattlichen Gebäudes. Da gab es dann auch hier und da mal irgendwelches Krabbelndes, was aus den Büchern rauskam. Das musst du mal mit in Kauf nehmen. Und ja, also viel Licht war da nicht, mehr Schatten. Aber das Licht, das haben wir dann dahin gebracht, indem wir die wunderschönen Bücher, die sich irgendwo in Nischen, Kellernischen, türmten. Und der Dr. Peter Welker, der dann immer versuchte, ein wenig Ordnung da reinzubringen, schob uns dann in so einen schmalen Raum, so Kisten zu und daraus haben wir uns dann bedient und haben angefangen, diese Bücher zu erfassen per Computer. Eine solche weithin anerkannte Arbeit macht natürlich Mühe und hat zur Voraussetzung auch die Einsatzbereitschaft vieler Ehrenamtlicher und auch der Vision, die unser erster Vorsitzender, der damals 82-jährige Schriftsteller Jan Koblowitz, uns mit auf den Weg gab. Aus Bundessicht ist es dringend notwendig, dass da Rosa-Luxemburg-Stiftung im Namen steht, weil für viele Leute, die hierher kommen, wenn ein linker, linksinteressierter Mensch nach Berlin zieht und der will politische Bildungsarbeit machen, der kann mit Helle Panke nichts anfangen, mit Rosa-Luxemburg-Stiftung aber schon. Zur Profilierung hat letztendlich auch beigetragen, nicht als Bildung, also nicht als Heimatverein, sondern eben doch als politischer Bildungsverein, bis man natürlich mitbekommen hatte, dass es sinnvoller wäre, sich dann doch vielleicht einer großen Partei nahe zu erklären, weil so die Chance, selbst wenn es einer Partei in der tiefsten Opposition ist, besteht, dass man auch an die Geldtöpfe rankommt. Zitat: Über allen sollen jene großen Ziele stehen, die unsere freiwillige Haltung und das herzliche Bemühen darum nötig haben und die wir auch üben müssen. Toleranz, Humanismus, Solidarität für eine Welt in Frieden und Gerechtigkeit. Ich meine, Helle Panke, Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, muss man ja immer dazu sagen, sonst weiß man ja nicht, worüber man spricht, hat natürlich den Blick auf die Stadt, der sozusagen soziale und räumliche Dinge zusammenbringt. Also man guckt sich nicht nur irgendwie schöne Orte an, sondern man versucht, politische und soziale Zusammenhänge bei der Gelegenheit auch zu erläutern. Und natürlich sieht man das mitunter auch in der Gestaltung dieser Häuser, dieser Straßenzüge, die soziale Problematik, die da versteckt ist. Aber ich finde, das ist immer das Wichtigste. Also dass man wirklich mit einem stadtpolitischen Fokus unterwegs ist und das nicht also jetzt ein touristisches Angebot ist oder so. Also erstmal ist es so, dass ich ja seit Jahren mit Birgit Pommerin befreundet bin und natürlich über diese Freundschaft ein bisschen was weiß über den Verein, über die Entstehung, über
das Gefühl des Wurmfortsatzes von der Rosa-Luxemburg-Stiftung seiend und so weiter. Dann bin ich in diesem Raum ja schon öfter gewesen, habe Veranstaltungen miterlebt, als Gast, als Besucher und habe auch mal welche machen dürfen. Meine Erinnerungen sind, dass ich zum Beispiel diese Hefte sehr gut finde dort. Das finde ich also großartig, ja, und hat mir auch bei einigen Aufgaben sehr geholfen, das nachlesen zu können, also bei Programmen und so. Ich glaube, dass die Schere zwischen politischer Bildung und Kultur selbst veranstalten ziemlich groß ist. Wir haben sehr intensiv zusammengearbeitet von Anfang an, auch wenn die damalige Abstimmung über ein gemeinsames Bundesland ja den Ausgang hatte, den man ja kennt. Zu Recht ist das damals abgelehnt worden, von mir übrigens auch, obwohl ich damals noch in Berlin wohnte. Aber die beiden Stiftungen haben sehr gut zusammengearbeitet. Also haben wir damals ein paar Veranstaltungen gemacht mit der Helle Panke, die war ein wunderbarer Partner für die künstlerische und auch journalistische und auch wissenschaftliche Meinungsfreiheit. Das Schöne, was ich finde, ist ja, dass Helle Panke auch immer sich um Kultur bemüht und diese sozusagen Austausch von Geschichtswissenschaft, Politikwissenschaft und Kultur immer betont hat, dank ihrer netten Chefin Birgit. Und so gab es da verschiedene Berührungspunkte. Also zum Beispiel habe ich hier öfter mal eine Ausstellungseröffnung begleiten dürfen, habe vor zwei Wochen mein Programm zur Revolution von 1848 hier aufgeführt mit meinem Partner Michael Letz. Na, die Helle Panke ist wissenschaftlich ein Geheimtipp gewesen und davon kann sie meiner Meinung nach noch weiter zehren. Also was die Vorträge hier, das ist wirklich überlegt, davon kann sie wirklich zehren. Sie muss sich natürlich an das Generationen anpassen, die DDR-Vergangenheit nicht mehr haben. Ne? Ja, wir sind gleichzeitig, glaube ich, aufeinander zugestoßen. Ja, mit der Eröffnung des kleinen Buchladens, war ja 1991. Und ja, dann hat sich eine Zusammenarbeit ganz schnell ergeben, weil ihr wolltet eure Hefte unter die Massen bringen, sag ich mal, Massen in Anführungsstrichen. Für mich ist der Verein dann richtig präsent geworden, als wir hier in Berlin das Abenteuer der rot-roten Regierung begonnen haben. Und damals, das war eine sehr kontroverse Zeit in unserer Partei und auch in der linken Szene in der Stadt. Und da hat die Helle Panke sehr verdienstvolle Arbeit geleistet, darüber aufzuklären, was wir dort tun, auch politische Diskussionen, auch Kontroversen zuzulassen. Und in der Phase war ich dann auch im Vorstand der Helle Panke, in der Phase bin ich auch Mitglied der Helle Panke geworden, Mitglied bin ich bis heute. Aber die Zeit damals der rot-roten Koalition und als ich im Vorstand der Helle Panke war, das war wohl die intensivste Begegnung mit dem Verein. Ja, die Helle Panke ist ja sehr unterschiedlich in ihren Akteuren und in ihrer Ausrichtung strukturiert. Ich selbst neige dazu, stärker die parteinahe Rolle zu betonen. War zwar schon bei einer anderen Partei, aber auch da habe ich das für wichtig gehalten, dass Parteien Bildungsarbeit machen, dass die politische Arbeit der Parteien auch auf Bildungsarbeit aufbauen kann. Und da ist es in allen Parteien im Augenblick relativ schwierig. Ich glaube, wir als Helle Panke stehen noch relativ gut da, was mit der Großstadtsituation zusammenhängt. Aber wir haben natürlich auch andere Tendenzen bei uns. Und ich glaube auch, die Zukunft wird daran liegen, dass die verschiedenen Tendenzen, dass mir Antifa ausgerichtete und das mehr auf die Partei ausgerichtete, sich ertragen lernen, miteinander umgehen lernen und konstruktive Debatten führen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Dann ist mir auch nicht bange darum, dass es weitergehen kann mit der Helle Panke und die Veranstaltungserfolge sind ja nicht schlecht. Wünschte mir natürlich ein bisschen stärkere Einwirkung noch auf die politische Ausrichtung der Partei, weil da sehe ich ja große Mängel in der theoretischen Fundierung und der bildungsmäßigen Fundierung der Arbeit. Und dann bin ich in diese Denkmaltouren, in dieses Denkmaltouren-Team eingebunden worden und mache seitdem jährlich eine Führung zum spezifisch jüdischen Thema hier durch Berlin und bin auch immer wieder erstaunt über die Vielzahl der Interessenten, die
die ich damit erreichen konnte. Also ja, und für mich war auch wichtig, und ich finde es auch schön, dass es aus den Räumen hier heraus getragen wird, dieses bildungspolitische Thema, und dass wir die Stadt erkunden nach diesen Gesichtspunkten. Ich weiß nicht, ob ich die Helle Panke bereichere oder ob nicht die Existenz der Helle Panke mich bereichert, weil sie im Unterschied zur großen Rosa-Luxemburg-Stiftung eben keine Zensurbehörde ist, sondern hier wirklich freien Geist zulässt. Also man muss nicht antideutsch sein, man muss nicht den hohen Eid auf Netanjahu abgelegt haben, man kann auch hier frei reden, mal kritisch sogar über die israelische Regierung, ohne dass einem das die Karriere verbaut. Und man darf auch das Wort Imperialismus in den Mund nehmen. Das bereichert mich, also die Helle Panke bereichert mich. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung tat sich schwer mit uns, wir vielleicht auch mit ihr, kann ich nicht beurteilen. Und die empfahlen uns dann die Helle Panke. Von der Helle Panke hatte ich schon viel gehört, schon seit ihrer Gründung durch Bekannte aus Pankow. Und habe schon immer aufmerksam ihr Programm verfolgt. War für mich nicht günstig, dahin zu kommen. Aber ich wusste immer, dass die Helle Panke ein sehr gutes, interessantes Angebot hat. Und wir haben uns dann mit ihr bekannt gemacht. Und seit 15 Jahren sind wir ein Projekt der Helle Panke. Ja, die Geschäftsführung hat sich an mich und ein paar andere Leute gewandt, ob wir nicht eine Arbeitsgruppe bilden, die sich mit der Ausstellungstätigkeit hier befasst. Und so wurde das dann auch gemacht. Die erste Leiterin dieser kleinen Arbeitsgruppe war Lieselotte Röhr, die von Hause aus Kunsterzieherin war, in der Akademie der pädagogischen Wissenschaften gearbeitet hat. Und ich selbst habe ja auch Kunsterziehung studiert und Geschichte. Und ja, wir haben das dann zusammen mit Angelika Haas, die auch hier in der Helle Panke schon engagiert war, dann zusammen in die Hand genommen, und Lieselotte Röhr hat dann ja sozusagen den Pfad gewiesen, wie wir hier so weiter vorgehen. Na, erstmal hat die Helle Panke mich eingeladen, und ich weiß nicht, ob schon im ersten Jahr ihres Bestehens, jedenfalls bin ich mit der Helle Panke eigentlich, kann ich mal sagen, über diese 25 Jahre verbunden. Ich habe sehr oft hier gespielt, ich habe Ausstellungseröffnungen begleitet mit Liedern oder mit Gedichten oder so. Ich habe viele meiner Abende hier gespielt. Ich habe das gerne gemacht, nicht nur, weil ich hier begleitet wurde vom Ernst Busch Flügel. Das ist natürlich eine große Ehre. Und das haben wir gerne. Also wenn sozusagen solche Traditionen neben der eigentlichen Aufgabe oder der, da kannst du bitte was schneiden, ich fange den Satz nochmal an. Ich habe das sehr gerne getan, ganz besonders, wenn ich begleitet werden konnte auf einem Flügel, mit dem ehemals einer meiner großen Vorbilder, Ernst Busch, zu tun hatte. Ich finde gut, dass der hier steht. Es gibt vom Klang her mittlerweile bessere Flügel, das muss zugegeben sein. Das ist in diesem Falle mir zum Beispiel nicht ganz wurscht. Meiner Pianistin ist es überhaupt nicht wurscht. Aber man hat ein gutes Gefühl, hier eine Tradition auch weiterzuführen. Und da ich ja auf einer ähnlichen Ebene arbeite wie Ernst Busch, du hast gesagt Bertolt Brecht, richtig, Brechtabende habe ich hier eine ganze Menge gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele. Ich habe ja so viele. Ich habe gerade meinen 19. rausgebracht, der sich beschäftigt mit dem Thema Brecht und die DDR. Und da bin ich wieder bei der Helle Panke. Ich bin sehr froh, hier einen Anlaufort zu haben, der sich auch intensiv beschäftigt, gerade mit unserer Geschichte, auch mit DDR-Geschichte. Ja, ich denke mal, das Profil der Helle Panke hat sich in den letzten Jahren verändert. Sie war sicherlich am Anfang vor allem ein Bestandteil einer zweiten Wissenschaftskultur, die sich dem Erhalt der Fortschreibung DDR-spezifischer Herangehensweisen gewidmet hat, die auf DDR-Intelligenz, die abgewickelt war, gestützt hat. Sie hat sich heute, denke ich mal, stärker zu einem
sehr vielfältigen, sehr multikulturellen Element linker politischer Kultur in dieser Stadt, sicherlich immer in der Nähe noch zur quasi Heilige Linke, aber auch darüber hinaus gehend entwickelt. Sie besetzt weiter Themen wie die Geschichte, das sollte sie auch machen, das ist sicherlich ein wichtiges Merkmal, wo ich mich auch selber sehr einbringe. Sie besetzt aber heute eben auch kulturelle Themen, Lebensweise-Themen, Wirtschafts- und Ökologie-Themen, die, denke ich mal, für die heutigen politischen Auseinandersetzungen, für das Gewinnen von Menschen, für linke Politik von Interesse sind. Solange es einen Bedarf an emanzipatorischem Denken gibt in dieser Gesellschaft, wir wissen nicht, wie lange es diesen Bedarf noch geben wird, haben auch Bildungsträger und Kulturträger, der für mich auch immer die Helle Panke war, nicht nur eine Existenzberechtigung, sondern eine Notwendigkeit. Was ich für wichtig halte, ist, dass wir vielleicht doch dazu übergehen sollten, stärker die technischen Möglichkeiten, die wir nun haben, also auf mit Veranstaltungstätigkeit auf elektronischem Wege zu operieren. Das ist so schwierig, wie man sich das vorstellen kann, weil auch die anderen parteinahen Stiftungen, etwa Friedrich-Ebert-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, die ich auch alle kenne von ihrer Tätigkeit her, haben das Problem auch nicht gelöst. Aber jüngere Leute erreicht man eben nicht mit den klassischen bildungspolitischen Methoden, und da scheint es mir dann doch nötig zu sein, und bei Helle Panke gibt es Ansätze bereits durch unsere jüngeren Kollegen, die es umzusetzen zu versuchen. Aber man könnte natürlich überlegen, es ist ja immer auch eine Geldfrage, ob man über Crowdfunding, über einen Ideenwettbewerb, über vielleicht sogar ein Veranstaltungsangebot für junge Kreative, kann man ja auch ein Workshop-Verfahren entwickeln. Ja, also wie sieht die Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin im Jahr 2030 aus? Ja, könnte man ja auch einen Wettbewerb veranstalten. Also sowas wäre vielleicht eine Idee. Ich habe ein beständiges und fortwährendes Bedauern darüber, dass die fundierte gesellschaftswissenschaftliche Grundausbildung zu kurz kommt und dass die Namen Marx, Engels, Rosa Luxemburg, Gramsci, alle in irgendeiner fernen Vergangenheit verschwinden, Lenin, auch die Auseinandersetzung mit Stalin, das Ringen, das Sichtbarmachen des Ringens der verschiedenen kommunistischen, marxistischen Gruppen gegeneinander. Manch einer verbannt das in die Vergangenheit, aber die Gegenwart zeigt uns, dass das nicht die Schlachten der Vergangenheit sind, sondern dass die Auseinandersetzung mit Nationalismus, mit Rassismus, mit Chauvinismus eine höchst aktuelle ist. Aber das wirklich Spannende ist, glaube ich, oder das wirklich Neue in den gegenwärtigen Zeiten ist, dass Menschen versuchen wollen, die Welt zu begreifen an der für sie unmittelbar einleuchtenden, vor der Tür liegenden Konflikte. Und das müssen Linke aufgreifen. Also Krautreuber Freund ist aller Theorie und Grün des Lebens goldener Baum, ja. Also du brauchst eine möglichst, ja, auch zum Handeln animierende und irgendwie auch Leitlinien für Handeln ermöglichende Form politischer Bildung und theoretischer Auseinandersetzung. Dann wird es wirklich spannend. Nee, das Wesentliche scheint mir auch zu sein, also das ist so das Feedback, was ich in letzter Zeit so, was sich mir ein bisschen verinnerlicht hat, dass es so viele begabte junge Leute gibt, die sich der Helle Panke anschließen. Mit tollen Ideen für Projekte. Das finde ich toll. Also welcher Verein kann sich das schon auf die Fahnen schreiben, dass ein paar alte Schnarchnasen im Publikum sitzen, aber eben junge Leute, die die Ärmel hochkrempeln, ihre Ideen und dafür eben nicht entlohnt werden wollen und das nicht in keiner Weise aus materiellen Gründen machen, sondern aus politischen Gründen sich einzubringen in dieses komische Land. Und das finde ich schon gut. Da die Veranstaltungsreihen gegenüber den ersten Jahren, weil die Zahl der verjährlichen Veranstaltungen sich verdoppelt, die Teilnehmerzahl sich verdreifacht. Also es auch nicht unbedingt in dieser Tempo weiterzugehen, aber meiner Ansicht nach hat sie eine Zukunft, wenn sie eben wirklich die brennenden Themen
aufgreift. Und da gibt es ja genug und es auch versteht, vielleicht stärker noch in Diskussion mit anderen Interessenten zu kommen, dass eben die Veranstaltung selbst so kontroversen, offenen, weiterführenden Diskussionen beitragen. Aber insgesamt bin ich überzeugt, dass eine linke Stiftung, ausgehend von dem Problem, mit dem wir zu tun haben, auch in Zukunft notwendig sein wird. Und in dem Sinne, wenn wir es verstehen, die Potenziale zu nutzen, auch eine Zukunft hat. Kein Geld, kein Schnaps, kein Fraß, kein Weib, aus Mürben, Knochen kracht der Leib. Die Nacht ist kalt, es glatzt das Stroh, die Laus marschiert, es hupft der Floh. Die Welt ist groß, der Himmel hoch, wer pumpt mir noch? Wer pumpt mir noch?